Ein herzliches Willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Part meiner Dynamo Dresden Karriere. Es schneit, kommt alle aus dem Haus, die Welt. Sieht wie Liga 1 bald aus, ja, es läuft richtig gut. Die Transferphase ist beendet, wir haben heute ein entscheidendes Spiel hier in der zweiten Liga gegen St. Pauli auswärts bei Schnee. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt so ist. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jetzt in Schneeverhältnissen hier spiele. Ja, wir schauen uns jetzt meine Aufstellung an und da ist unser neuer Spieler mit am Start, unser Stürmer Amang. Ich habe ihn direkt aufgestellt auf der rechten Seite. Da ist er dann auch schon, okay. Kein Original-Face. Auf der rechten Seite spielt für Mohrheit Pulisic, auf der linken Stefaniak. Wir gucken uns das gleich hier einmal an. Ich will mal gucken. Hornschuh, aha. Buhadus, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. So, wir lassen das mal hier einfach so für sich stehen. Das ist auf jeden Fall die Aufstellung von St. Pauli, damit ihr jetzt nochmal seht, wie wir heute hier spielen werden. Wir haben jetzt zwei Spiele auf jeden Fall, die ich jetzt machen werde. Und dann gucken wir mal weiter, wie das hier so alles sich verhält. Und wir könnten jetzt halt wirklich auf Platz 1 uns davon pirschen, muss man so sagen, ja, in der Rückrunde hier. Ja, jetzt nur komm endlich. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich die Transferphase jetzt so gemacht habe. Das ist unser Mittelfeld dann auch mit Ausmann, Lamberts und Konrad. Eigentlich alles wie gehabt. Und unser Hauptkeeper ist jetzt Schubert hinten drin. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt alles verhält. Ich spiele immer noch 6 Minuten auf Legende. Und da bin ich mal gespannt, wie das hier so alles weitergeht. So Leute, ich muss mich jetzt mal einschalten, weil ihr bis jetzt ja noch keine Chance hier sehen konntet. Es ist nichts passiert, wir haben 20 Minuten vorbei. Keine große Chance für St. Pauli, keine große Chance für Dresden hier mit Amang vorne. Der kam noch nicht wirklich zum Zug da vorne. Also da fehlt noch so ein bisschen, dass wir vorne überhaupt mal grob zu einer Chance kommen. Also hier, es ist echt einfach ein Mittelfeldgeplänkel schlechthin. Was soll ich sagen? Ich hoffe einfach mal, dass das hier sich noch ein bisschen ergibt, was... und ich euch noch ein bisschen was zeigen kann von dem Spiel. Das ist ja hier wirklich... ne? So ist das halt. Das ist wie so bei so einem Boxkampf, wo sich die guten Boxer erstmal ein bisschen beschnuppern und gucken, na, was macht der so und sowas, ne? Übrigens, meine Facecam ist... Ja, ich meine, normale Webcam ist... Nein! Ist leider... Ja, die funktioniert nicht mehr richtig. Deswegen habe ich jetzt hier eine alte am Start. Wird jetzt erstmal in nächster Zeit... So bleiben wahrscheinlich. Amang! Mit seinem ersten Schuss hier im Spiel und für unseren Verein. Ja, da kann noch ein bisschen mehr kommen. Das war jetzt nicht wirklich... nicht schön, nicht schön, aber da kommt noch was. Ich sag's euch. Ja, und damit gehen wir in die Halbzeit mit einem 0:0. Wer hätte das gedacht unter den Spitzenreiter-Teams hier in der zweiten Liga. Wobei man ja ehrlich sagen muss, St. Pauli in echt... Die Hamburger haben es zurzeit alle nicht so leicht, ne? Das heißt, sogar wenn Hamburg absteigt, können sie sich noch nicht mal mit St. Pauli da treffen, weil wenn die auch absteigen, sieht nicht gut aus. Ja, mal gucken. Ich muss hier mal was... Ich muss hier was wechseln. Ich muss hier was machen. Ich bring mal den Aubert. Ich bring den jetzt mal für Pulisic rein, oder? Machen wir einfach mal. Schön gemacht mit Aubert hier außen. Ja, mit Amang vorne, da ging jetzt ja noch nicht viel, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, aber ich glaube, ich werde ihn gleich auswechseln. Er hat seine erste Chance ja jetzt bekommen und ja, die zweite Halbzeit läuft. Wir müssen jetzt nochmal irgendwen soliden ranbringen. Vielleicht muss er erstmal ein bisschen ankommen hier bei uns in Dresden. Nein! Oh, hier einmal der Alu-Treffer. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen auf Offensiv gegangen, weil mir das Spiel schon sehr wichtig ist, das zu gewinnen. Aber wenn ich jetzt hier ein Tor kassiere, das wäre total scheiße, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Scheiße. Das wäre natürlich extrem bitter. Also es hat sich wieder angedeutet die ganze Zeit, dass St. Pauli hier bei den kleinsten dummen Fehler... Ja, war eigentlich kein Fehler. Keine Ahnung, war halt, die haben halt eine Chance sich rausgearbeitet und dann geht das Ding halt rein. Eiskalt. Mittlerweile ist ja Amang schon draußen. Aber die großen Chancen, die fehlen halt noch. Weißt du, du kommst halt vorne nicht so dran, wie du dir das erhoffst.
Und somit steht es dann halt 1-0 für den Gegner. Und ich habe gerade so einen Kragen. Ich habe keinen Bock hier zu verlieren. Komm durch jetzt. Komm, die letzte Chance vielleicht im Spiel. Modica, was macht der überhaupt da vorne? Man weiß es nicht. Komm, hier, hol da noch was. Oh, Mann, scheiße. Ich bin jetzt auf totaler Angriff. Aber das wird hier nichts mehr. Die machen das Ding jetzt locker runter. Es sei denn, es gibt noch einen groben Fehler, aber es gibt keinen groben Fehler. St. Pauli gewinnt hier das Spitzenduell der zweiten Liga und zieht somit wieder an mir vorbei. Fehlschuss von Amang. Ich will jetzt auch mal kurz die Bewertung angucken. Henrichs mal wieder einer der besten Spieler bei mir im Team. Amang leider nur eine 6,3, aber es ist eigentlich für den, es ist schon, ne, es ist der niedrigere Schnitt. Also ist, ich bin echt enttäuscht. Ich bin richtig enttäuscht von mir und von dem ganzen Team. Null Schüsse aufs Tor heißt auch null Tore am Ende. Oh, hier die Sonne, ne? Voll nervig heute. Ich krieg auch mein Rollo. Mein Rollo ist alles kaputt zurzeit. Alles kaputt. Meine Rollläden sind auch kaputt. Ja, das heißt hier Saison. Ja, wir sind immerhin noch abgeschlagen hier von Hannover. 4 Punkte Vorsprung. Aber St. Pauli hat jetzt 2 Punkte auf uns. Und das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Obert. Stefan Henrichs. Wen machen wir denn jetzt raus? Der Hansen, der spielt ja fast gar nicht. Stefaniak wird noch viel besser. Tja. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich mache jetzt erstmal den Hansen raus. Und dafür machen wir halt Amang rein. Weil der muss auf jeden Fall trainiert werden. Und wir machen hier mal durchsetzen. Ich glaube, das ist immer so das Solideste, was man da machen kann. Ja, das nächste Spiel ist gegen Sandhausen. Und da muss ich 3 Punkte jetzt mitnehmen. Ich habe jetzt einfach höhere Ansprüche, wie ihr schon merkt. Henrichs ist auf 72 hochgegangen. Zu Recht. Ja, und ansonsten wird jetzt, glaube ich, nicht viel passieren. Deswegen sehen wir uns gleich im Spiel gegen... Ja. Nicht glücklich. Nicht glücklich. Dann kommt er mal rein vielleicht. So, auf geht's gegen Sandhausen. Und Leute, ich krieg es nicht zu. Ich krieg hier gerade meine Jalousien nicht runter. Das ist so nervig. So nervig. Ich gucke hier gerade auf dem Bildschirm, wie das aussieht. Aber das ist jetzt halt so. Das ist heute einfach so. Die Sonne scheint mir aus dem Gesicht. Gegen Sandhausen muss jetzt hier was klappen. 3 Punkte möchte ich hier haben. Fest eingeplant. Und ab geht er, der Peter. Schön, der Pass jetzt nach außen auf Henrichs. Der jetzt mit der Flanke, den kriegt er nochmal wieder. Da geht also nochmal was. Jetzt mal hier so hinspielen, da so hin. Und jetzt kann Slumpy mal von da hinten probieren. Aber auch der sitzt erstmal nicht drin. Schade. Aber immerhin, ich probiere es auch mal außer Distanz. Das ist ja auch wichtig. Vor allen Dingen wichtig, dass ich nichts sehe durch die Sonne hier. Ich bin geblendet. Warte. Ah, naja, gut. Jetzt immer nochmal eine Ecke rausgeholt. Also hier passiert auf jeden Fall schon mal mehr im Spiel von meiner Seite aus als im kompletten letzten. Der Kopfball auch nicht. Warte, rüber nochmal. Den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Und ja, aus. Und, oh, Latte, schöne Flanke hier rein und Lumpi steht da ziemlich gut, macht das Ding aber nicht rein. Also das waren doch schon mehr Chancen als im letzten Spiel, auch nur ansatzweise von beiden Mannschaften zusammen. Aber ja, es hat leider noch nicht geklingelt, aber das muss noch, das muss. Oh, so ein Freistoß muss man halt auch mal probieren, aber mein Controller ist auch nicht mehr funktionsfähig irgendwie. Da ist auch leicht der Stick vom laufenden Hinschmeißen. Das geht nicht mehr so richtig alles. Oh Mann, Leute. Ich muss mir echt einige neue Technik kaufen. Und ich brauche ganz wichtig neue Jalousien. Wir gehen jetzt auf die Halbzeit zu. 44 Minuten vorbei. Was wir gesehen haben, waren gute Chancen für mich. Also mehr Druck auf jeden Fall von meiner Seite diesmal. Leider halt noch nicht mit dem Erfolg, auf den ich jetzt schon wieder ewig gefühlt warte. Jetzt aber vielleicht die Möglichkeit. Amang! Ja, geil. Sein erstes Tor für Dresden. Den macht er rein im zweiten Spiel. Erster Treffer. Das ist doch schon mal sehr positiv. Und das noch kurz vor der Halbzeit. Ich habe schon überlegt, nehme ich den gleich wieder raus? Wen nehme ich raus? Aber Amang macht hier das Ding. Er schwitzt sich auch einen guten dafür hier schon mal. Thomas, Olivier, Thomas, Thomas, Thomas,
wie spricht man Französisch aus? Ist das ein Franzose überhaupt? Olivier, würde ich schon mal sagen, das ist schon sehr französisch. Ja, Amang auf jeden Fall. Und ich hoffe, Amang ist schon mal richtig ausgesprochen. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Schön, der Pass auf Pulisic. Pulisic jetzt hier außen. Lumpi! Ah, man kann sich da nicht durchsetzen gegen den Keeper. Knaller. Ich weiß gar nicht, wie das Hinspiel ausgegangen ist. Schade, dass sie das nicht immer noch mal vorher zeigen. Müsste man immer sich erinnern oder noch ja, mal nachschauen. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Oh. Eine Chance für den Gegner. Und der geht rein. Und ich habe ihn nicht gut rausgeklärt. Das ist auch ein ganz klarer Fehler. Ich mache einen Fehler und der wird halt eiskalt bestraft. Hab hier schon Chancen en masse. Und dann darf Woten sein erstes Tor machen. Ja, also... Nee, ich kann einfach nicht glauben, dass ich das Spiel nicht gewinne, weil ich den so dominiere hier, den Gegner. Komm! Das war ein geiles Tor. Das war ein schöner Schuss und das war die direkte beste Antwort, die ich da machen konnte. Wer ist es gewesen? Wer ist es gewesen? Ich kann ihn noch nicht, ich kann es nicht sehen vom Bild her. Vom, ne, weiß man nicht, ne? Benko, unser Bayern-Ausleihspieler, den wir mit Sicherheit übernehmen wollen. Benko macht hier den 2:1-Treffer. Schön. Eckball Sandhausen. Raus die Kugel. Boah. Mann, ey, es wird wieder knapp. Oh, dieses. Boah, ist das kacke. Ist das kacke? Das ist so blöd. Oh, Kutschke schnappt sich den Ball, kann jetzt schießen und dann hier der Keeper-Knaller hält das Ding. Also das war wirklich eine ganz schön knappe Nummer. 66 Minuten vorbei. Ich muss natürlich aufpassen, das 2:1 jetzt nicht aus der Hand zu geben. Ja, nochmal Ecke, die nehmen wir auch nochmal mit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Tor, bei der nächsten Gelegenheit. Ne, Knaller. Oh, da zieht er da vorne, Gorgia. Gorgia schießt. Oh, so eine knappe Chance hier. Das muss eigentlich das 3:1 sein. Den muss er machen. Gorgia, darf er endlich mal wieder spielen und dann vergibt er so eine groß hochkarätige Chance. Das ist echt nicht gut. Nice. Schuss. Pfosten. Oh, komm, 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 komm. Da ist doch noch was drin. Was? Elfmeter? Ach ja, Elfmeter dann doch. Also das war auch eigentlich ein... Das hätte es eigentlich auch schon wieder sein müssen, was ich hier wieder für Chancen vergebe. Aber dann gibt es den Elfmeter. Und den sollte ich dann jetzt schon machen. Ziel einschalten. So, und dann nach links. Ja, so ganz schwach. Hauptsache, das Ding ist irgendwie drin. Achso, aus, man schießt ja meine ganzen Elfmeter. Deswegen hat er ja schon so viele Treffer. Ich habe auch tatsächlich ja mal ein paar Elfmeter reingemacht. Und der jetzt auch 3:1. Das ist wirklich hier eine sichere Kiste jetzt. Also das hier keine 3 Punkte mitzunehmen, das wäre wirklich ein Unding gewesen. Nein! 3:2 steht es jetzt nur noch in der 87. Was war das denn schon wieder für ein Abwehrversuch? Und dann kommt er noch direkt vor seinen Kopf. Er macht das zweite Tor. Sukuta Pasu. 3 Tore in der zweiten Liga und einer davon natürlich gegen mich. Das liegt auch nur daran, weil ich hier nichts sehe durch meine Rollläden. Ich sag's euch, die Sonne scheint. Yeah! Komm, da vorne, Kutschke. Komm! Und da ist der rettende Abpfiff, muss man jetzt ganz klar sagen. Ich kann echt froh sein, dass ich den Elfmeter noch bekommen habe, weil sonst wäre das Ding hier ganz schön böse ausgegangen. Da hätte ich mich noch mehr geärgert. Aber guck mal, wie überlegen einfach dieses Spiel war. Henrichs mal wieder mit einer 7,5 stark dabei. Benko eine 9,5. Auch krass. Pulisic war gut. Hätte vielleicht nicht rausgemusst. Dann eher Stefaniak direkt von Anfang an. Amang heute auch ein starkes Spiel gemacht. Aber ja, die 3 Punkte jetzt auf jeden Fall sicher. Und jetzt gucken wir in die Tabelle rein, wie das Ganze jetzt aussieht. Drückt mir die Daumen. Boah. Boah, ey, das geht auch so gar nicht für euch. Das tut mir auch leid, dass ihr jetzt diese Bildqualität so sehen müsst. St. Pauli hat verloren. Das ist ziemlich nice. St. Pauli hat das Ding nicht gerissen. Wir machen hier einmal noch das Training. Und damit kann ich mich schon Richtung Samstag von euch verabschieden. Da geht es dann weiter gegen, wer war das nochmal? Gegen Stuttgart kommt jetzt als nächstes dran. Das wird also auf jeden Fall eine spannende Nummer. Was haben wir hier noch für eine Meldung? Pressekonferenz, ja.
Nationaltrainer auf Härte, ja, nehmen wir auch so mit. Und beim nächsten Mal gibt es dann, wie gesagt, Stuttgart und... Wer ist das? Würzburg ist das. Ich will mal ganz kurz gucken, wie das hier ausgegangen ist. So, gegen St. Pauli 1-0 verloren. Wo ist St. Pauli? Gegen wen haben die denn gespielt? Ne, wo ist denn das? Die müssen doch hier noch irgendwo verloren haben. 2-1 gegen Bochum verloren. Das ist natürlich schön für mich. Sehr gut gelaufen. Somit wieder. Das wird jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Aber wir haben jetzt echt schon einen guten Abstand zu... Nicht mehr Hannover, sondern Stuttgart. Ach du Scheiße, wenn ich gegen Stuttgart jetzt auch noch verliere, wie gegen St. Pauli, das wäre nicht gut. Also ein entscheidendes Spiel im nächsten Part. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Macht's gut, bis dahin werde ich hier wieder einiges reparieren. Bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer.